Hallo zusammen, ich bin hier gerade ein bisschen unterwegs, noch die letzten Minuten an diesem Sonntagabend nutzen mit Sonnenlicht und bin dementsprechend jetzt gerade unterwegs in Pforzheim in der Nähe vom Wildpark im Hagenschieß und dachte mir, hey, ich habe doch ohnehin meine Vlogging-Kamera dabei, die ich jetzt auch mal wieder ausgepackt habe. Ich nehme einfach mal wieder ein Video auf. Ja, das kommt jetzt auch gar nicht von ungefähr, dass ich die Kamera dabei habe, denn ich habe tatsächlich auch wieder vor, mehr Vlogs zu machen. Ich habe zuletzt bemerkt, dass ich gerade ohnehin wieder Lust habe, YouTube-Videos zu machen. Und habe das ja auf meinem Kanal immer so gehalten, dass ich einfach Videos mache, die online stelle und mir eigentlich die Konsequenz daraus relativ egal ist. Also hat es viele Aufrufe oder hat es nicht so viele Aufrufe. Jetzt habe ich aber dann letztendlich mal das eine oder andere Gespräch, aus Gründen, die ich jetzt im Moment gerade noch nicht sagen kann, geführt. Und da kam dann auch immer wieder mal die Sprache auf meinen YouTube-Kanal. Und wie viele Abonnenten ich denn so habe. Ich war immer ganz stolz sagen zu können, 31. Ja, es ist so, ich habe 31 Abonnenten zurzeit. Und ich weiß gar nicht, wie viele davon im Moment noch wirklich aktiv sind. Ja. Aber das hat natürlich immer wieder zu so einem gewissen Stirnrunzeln bei meinen Gesprächspartnern geführt. Weil 31 gilt im YouTube-Kontext natürlich noch nicht als relevant. Das ist dann eher ja, so ein Spaß. Ich habe mal einen Kanal erstellt und Freunde und Verwandte haben da einfach mal auf den Abo-Button geklickt. Und sind wir ehrlich, bei mir ist es ja wahrscheinlich schon auch so. Ja, aber ich dachte mir, okay, wenn ich ernst nehmen will, dann sollte ich jetzt doch schon etwas dafür tun, um, sagen wir mal, mindestens die 1000 Abos zu haben und irgendwo so einen durchschnittlichen, eine durchschnittliche Aufrufszahl von, ja, 40.000 oder 50.000. über die Gesamtheit meiner Videos. Ich merke gerade, wie anstrengend es war, zu laufen und gleichzeitig zu reden. Aber da hat es noch mal eine Bank. Ich glaube, da setze ich mich jetzt einfach noch mal hin. Genau. Also, so 40.000, 50.000 Aufrufe und wie gesagt, die 1000 Abos. Das soll so ein Ziel sein, das ich jetzt erreichen mag. Ich nehme mir mal vor, bis so ungefähr in den Sommer. Dann habe ich mir überlegt, aus den ganzen YouTube-Mechanismen, die du kennst, was musst du denn dafür tun? Und eine der Maßnahmen ist, ich muss regelmäßig den YouTube-Algorithmus befüttern, muss also regelmäßig Content erstellen. Jetzt ist es natürlich gar nicht so einfach. Ich bin schon jemand, der immer einen gewissen Anspruch an sich selbst hat. Vielleicht auch einfach immer einen zu hohen Anspruch an sich selbst. Ja. Entsprechend stelle ich gerade fest, dass ich mir so einen Stick besorgen muss für die Kamera, weil mir auf die Dauer sonst der Arm einschläft. Oh Mann! Ganz vergessen, wie anstrengend das sein kann. Okay, also regelmäßig den YouTube-Algorithmus befüttern. Ich mache aber, wenn ich Videos mache, werden die dann doch schon immer ein bisschen aufwendiger. Also wer zum Beispiel meine Michas Welt-Videos gesehen hat, wovon ich glaube 5 oder 6 Folgen erschienen sind.
die haben mich jeweils so eine Woche Arbeit gekostet. Von Skriptschreiben, Aufnehmen, Nachbearbeiten, vielleicht Szenen nochmal nachdrehen, schneiden, Thumbnails erstellen, aktuelles Tagesgeschehen im Blick behalten, ein bisschen Eigenwerbung betreiben und. Und damit war es dann. Ja, also ich hatte in solchen Zeiten dann keine, oder in der Zeit, wo ich die Videos gemacht habe, keine Zeit mehr, irgendwo was anderes zu machen. Also konnte kein Game mehr zocken. Überstunden in der Firma waren relativ schwierig. Also ja, war zeitintensiv. Das Ganze ist jetzt für jemanden, der YouTube ernsthaft betreibt, sicherlich nichts Neues. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass die großen YouTuber, also so ein Liv Floyd oder auch ein Rezo oder ein Julian Bam und wie sie alle heißen, ihre eigenen Kamerateams oder Cutter, zumindest mal Cutter haben. Ja. Die dann halt dementsprechend ihnen die ganze Arbeit abnehmen, um ihnen so einen Rücken frei zu halten. Ich muss ja immer noch ein bisschen gucken, weil auch wenn Corona ist, hier vom Waldweg sind doch ein paar Leute unterwegs und es ist immer noch so, dass die Leute ein bisschen seltsam gucken, wenn man in eine Kamera quatscht. Gut, zurück zum Thema. Ja, ich habe mir also überlegt, ich will ein Format starten, das mich nicht so viel Aufwand kostet, wo ich tatsächlich nur mit wenig Nacharbeit entsprechend mein Material veröffentlichen kann. Und ich will daher in die Tradition der Weekly Vlogs zurückkehren. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, oder bin allgemein gerade ein bisschen überrascht. Bei YouTube gibt es dieses Phänomen des Vloggers gar nicht mehr so. Ja, das war, als ich vor 2011 mich stärker mit YouTube auseinandergesetzt habe, doch noch sehr viel gängiger. Aber die ganzen Leute, die halt damals mehr oder weniger regelmäßig Videos gemacht haben, die gibt es zwischenzeitlich gar nicht mehr. Also die gibt es schon noch, also von dem einen oder anderen habe ich schon noch mal noch so vereinzelt Video gesehen in den letzten Monaten bis Jahren. Aber andere haben da scheinbar auch wohl das Handtuch geworfen und schauen sich jetzt nur noch Videos an. Ja, das dürfte so ein Tribut daran sein, dass das Videoerstellen eben doch eine ganze Ecke Zeit braucht, ja, wenn man sowas ordentlich machen mag. Ja, so, dass ich jetzt aber Vlogs mache und die tatsächlich im wöchentlichen Rhythmus, geplant ist im Moment gerade immer sonntags, die veröffentlicht will, heißt jetzt auch nicht, dass ich nicht auch noch andere Videos mache, mit denen ich mir dann mehr Mühe gebe. Ich habe gerade in den letzten Wochen doch schon immer wieder mal für mich hin gebrainstormt, welche Art von Videos ich denn gern machen würde. Bin da schon auch zu dem Schluss gekommen, dass ich keine großen aufwendigen Videos mehr machen will, aber es gibt trotzdem Videos oder es gibt trotzdem Themen, wo ich Videos zu machen will, auch wenn das dann bedeutet, dass ich hier überwiegend einfach nur in eine Kamera quatsche. Soll aber ja auch nicht verkehrt sein. Also gibt ja viele andere, die das auch so halten. So, und um auf meinen wöchentlichen Rhythmus zu kommen, damit der YouTube-Algorithmus entsprechend glücklich ist, muss ich aber halt zwischendurch immer wieder auch mal noch Videos machen, die ich einfach schnell produzieren kann, wo ich mich vielleicht jetzt so nach einem Abendspaziergang nochmal zu Hause für ein, zwei Stunden hinsetzen kann, das Material von der Kamera auf den Rechner ziehen, kurz schneiden, exportieren, nach YouTube hochladen. Ganz flott.
Ja, also das darf tatsächlich nicht mehr, also ich sag mal, 2 Stunden brauchen. Das soll so mein Anspruch sein. Ja, und dann hoffe ich, dass ich entsprechend für YouTube über die Zeit, wie gesagt, Zielsetzung so ungefähr bis Sommer, relevant genug bin, dass ich Abos generiere. Abos generieren geht aber natürlich nicht ohne Community. Das heißt, ihr müsst mir da bitte auch helfen. Ja, ich bin da wirklich tatsächlich auf eure Unterstützung angewiesen. Nur wenn ihr auf dieses Video stoßt oder eins meiner anderen Videos und dann sagt, Mensch komm, der Klick auf den Abo-Button bei dem Kerl, der kostet mich tatsächlich nichts, ist keine Mühe. Und vielleicht hat mir sogar gefallen, was er zu erzählen hat. Oder vielleicht gefällt mir, was er da zukünftig erzählt. Dann aktiviere ich auch noch diese Glocke. Mann, die Glocke gab es früher auch nicht. Wie YouTube sich verändert, Wahnsinn. Und schreibe vielleicht auch mal noch einen kleinen Kommentar, weil die Kommentare bedeuten Interaktion auf dem Video. Wenn Interaktion auf dem Video stattfindet, erkennt der YouTube-Algorithmus, aha, das hier ist bedeutsam. Dementsprechend steigt das dann natürlich auch in der Popularität, ja, steigt im Ranking. Ich werde vielleicht von mehr Leuten gesehen. Hoffe ich zumindest drauf. So soll der Plan sein. Ich will natürlich über die Zeit jetzt auch noch hergehen und sowohl meine bestehenden YouTube-Kontakte als auch die Leute, die zu denen ich bislang noch keinen Kontakt hatte, weil sie vielleicht jetzt vergleichsweise neu sind oder ja, mit mir einfach noch nie was mit denen zu tun hatte. Mit denen will ich mal gucken, dass wir da vielleicht Kooperationen hinbekommen. Ja, machst du ein Video mit mir, mache ich ein Video mit dir. Das darf so die Ebene sein. Ich will mich da jetzt aber tatsächlich auch nicht anbiedern. Ja, also so dieses hehre Ziel, 1000 Abos, ist ja ganz toll. Aber ja, ich will mich dafür jetzt auch nicht unbedingt so sehr verkaufen. Ich verdiene kein Geld damit. Also ich will nichts ausschließen, aber ich sehe jetzt gerade nicht, wie ich mit einer Beauty-Bloggerin zusammen irgendwo vor ihrem Schminktisch sitze und mir was über Kosmetika erzählen lasse oder die sinnvoll in einem Video von mir einbaue. Aber da will ich ja auch gar nicht vorgreifen, weil Erfahrung hat gezeigt, eigentlich hat jeder Mensch irgendwas Interessantes zu erzählen. Und vielleicht gibt sich da ja trotzdem irgendwo was. Also wir werden einfach sehen, was kommt. Naja, okay. Ich denke mal, meine Videos werden sich über die Zeit auch noch ein bisschen verändern. Ja, vielleicht kommt noch das eine oder andere grafische Schmankerl dazu. Mal gucken, wie ich es mit Hintergrundmusik halt. Da bin ich auf konstruktive Kritik, Vorschläge aus der Community immer sehr dankbar. Ja, mal gucken, was ihr mir da vielleicht mit auf den Weg geben könnt, wo ich draus zehren kann. So, und natürlich ist das auch die Möglichkeit, dass ich über das eine oder andere Thema spreche, das bislang einfach noch nicht besprochen wurde. Das wird sich zeigen. Das soll es jetzt für den Moment gewesen sein. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann drückt doch bitte jetzt auf den Abo-Button. Und wenn ihr ganz lieb seid, klickt auf die Glocke daneben, dann kriegt ihr immer eine Information darüber, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke euch aber ansonsten fürs Zuschauen. Bitte, bitte, bitte noch einen Kommentar unter das Video setzen. Das war's jetzt aber mit aller Bettelei und dem Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und übrigens, hier irgendwo auf dem Boden zu sitzen, um noch mal eben schnell ein Selfie zu machen, damit man eine schöne Thumbnail kriegt, um dann zu erleben, dass ein Jogger vorbeirennt, ist immer noch ein Stück weit cringe. Oh Mann, ich glaube, da würde ich mich nie dran gewöhnen, egal wie intensiv ich sowas mache.